Die verdiente Mittagspause von Paul Richter und Gino Meyer findet gleich durch einen unvorhergesehenen Zwischenfall ein jähes Ende. Mahlzeit. Hallo. Tag, Jungs. Mittagspause. Ja, ja, wir müssen auch mal. Oh, Mampf, kein Kampf. Wie immer, halbe Hähnchen. Ja, ja, zweimal. Ja, gerne. Für mich auch. Soll mal reinfahren, ja, oder? Ja, lass uns die mal mitnehmen. Einpacken? Nee, ja, nee, pack die mal ein. Hey! Hey! Was ist denn hier los? Hey! Ja, schön blöd, ne? Was ist denn hier los? Hey! Arm raus! Hey, ich hab nichts gemacht! Ja. Ich hab nichts getan! Alles gut? Ich hab nichts getan, Mann! Mach dir acht drauf direkt. Was war denn da jetzt los? Der hat mein Portemonnaie geklaut. Wer hat mein Portemonnaie geklaut? Der. Wieso hat mein Portemonnaie geklaut? Wieso hast du Sandhandschuhe an? Tu mal den anderen an, mach hin. Ja. Handschuhe. Ich bin unschuldig, ehrlich. Ja, und was haben sie da gerade gemacht? Ich wollte nur mein Portemonnaie wiederholen. Ja, wieso hauen sie da einmal auf die Nase oder was habe ich da gerade gesehen? Ja. Ja, schöne Polster, ne? Ja, klar, sicher. So was hat man auch immer in der Tasche, ne? So Sandsack-Handschuhe. Ja, heutzutage. So, haben sie Ausweispapiere dabei? Heutzutage, nee, Ausweis ist da nicht. Das ist mein anderes. Außer mein Portemonnaie haben die mir ja doch geklaut. Das ist nur. Ach so. Was ist das für ein Portemonnaie? Das ist mein zweites. Ein zweites? Ja, man braucht ein bisschen Geld und die ganzen Karten. So, die sind aber. Oder das sind sie doch. Sagen wir mal, Touchek sind sie aber, oder was? Ja. Oder Bild, ja. So, dann gehen wir einmal nach da vorne und fragen mal nach, ne? Ja. Und dann klären wir jetzt erstmal auf. Der Verdächtige hat offensichtlich den Betreiber eines Promotionstandes für einen Bio-Imbiss brutal niedergeschlagen. Passanten sind dem Mann sofort zur Hilfe geeilt. Guten Tag. Guten Tag. Ich komme von der anderen Seite ran. Ich bin Arzt, ich habe ihn angeguckt. Ja. So ernst wird es nicht sein. Können Sie mich hören? Ja. Wissen Sie, was der junge Mann vorhatte mit Ihnen? Ich weiß es nicht. Ja, der sagte mir gerade, er wurde beklaut und ging davon aus, dass Sie hier Brieftaschen klauen. Wir haben ihn jetzt gerade überwältigt, der ist jetzt bei uns im Gewahrsam. Der ist ja verrückt, der ist ja total verrückt, dieser Mensch. Der greift mich hier hinten während dem Puppenspielen an und ich habe das nur halb gesehen gerade, weil wir standen nebenan. Ne? Wir sind nur hinterhergerannt. Sind Sie einigermaßen fit? Meinen Sie, ja, Sie können das? Ja, 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 es ist schon gut. Müssen Sie sich mal durchchecken lassen. Ne? Neben Ihnen ist ein Arzt, haben Sie mitbekommen? Ich habe es schon mitbekommen. Okay. Ich nehme ihn nachher mit, es passt schon. Ja, ist okay, ich komme mit. Können Sie den jetzt so transportieren oder wie machen Sie das? Ja, das PKW. Ist schon gut. Das, PKW, ja? Ja. Da wird der Doc Sie wahrscheinlich direkt, beim fahren Sie direkt auf Station oder Richtung Krankenhaus, oder? Ja. Das ist in der Mitte. Gut, dann checkt der Sie durch. Was ich einfach von Ihnen bräuchte, wäre ein Personalausweis. Ich muss Sie als Geschädigten aufnehmen. Mein Geld ist auch weg. Ihr Geld ist auch weg? Ja. Das Paar betreibt mit seinem Puppenspiel Werbung für einen neuen Bio-Imbiss. Die Mitarbeiterin hat glücklicherweise einen wichtigen Hinweis. Ist nichts aufgefallen, ja. Ja. Aber vielleicht, um die Situation ein bisschen Klarheit da reinzubekommen. Ja. Ich habe ein Video gemacht, okay? Und wir können uns einfach mal gucken. Ich meine, schauen Sie da mal an. Da greift. Ja, das ist das, was ist das? Okay. Das ist hier von dem Hähnchenstand. Siehst du das? Ja. Ich hier pausiere. Ja. Siehst du das Huhn, das Comic-Huhn auf der rechten Schulter? Auf der rechten Schulter, ja. Aber hier, weiße Mütze. Das ist aber ist doch nicht er, ne? Das ist doch nicht er, das ist doch weiblich hier, oder mein Chat nur. Das ist doch eine Frau. Ja. Aber das ist nicht der Große, der im Männchen. Okay. So, pass mal auf. Dreh dich mal ganz langsam um, ohne irgendwie auffällig zu sein. Ja. Hinterm Wagen steht noch jemand. Okay, ich hab gesehen. Frau Pausewagen, Sache ist die, das Video brauchen wir. Ja, klar, kann ich sehen. Was Tathergang zeigt. Pause, wir sind aus Zeugen geführt, ich komme gleich nochmal auf sich zu, ja? Ja, klar. Pass mal, Handy gebe ich Ihnen nachher wieder. Ja, ja. Chris hat eingepackt oder soll ich wegstecken? Hast du Platz? Ich habe noch Platz. Ich bin komplett voll. Ja, ja, eben. Deswegen frage ich. Das ist die Frage. Würdest du direkt. Ich würde sie mal einfach mit den Sachverhalt konfrontieren. Sie direkt, ne? Ja, ja, klar. Ja, komm. Ja, machen wir, oder? Ja, nicht Sie. Sie bleiben bitte Sie bleiben hier. Mal hier alle hier stehen. Entschuldigung, ist mein Kopf. Frau Pausewagen, Sie bleiben hier stehen, sonst geht es in den Streifenwagen. Schönen guten Tag. Kleines Päuschen. Ja? Ja, wieso? Wir haben gerade ein kleines Video gesehen. Und auf dem Video sieht es definitiv so aus, als wenn Sie sich Geldbörsen von fremden Leuten nehmen würden. Wir haben also hier einen Straftatverdacht. Machen Sie einmal die Zigarette aus, wenn der Kollege mit Ihnen spricht. Ja?
Einfach also auf Boden. Die Erde, einmal austreten. Dankeschön. Machen wir nichts für. Ja? Ja? Und weil wir so einen Verdacht haben, würde ich gerne mal in. Das ist Ihre Tasche? Ja, wieso? Dann würde ich gerne mal in Ihre Tasche schauen. Das wird doch wohl nicht notwendig sein, oder? Nur ja, natürlich, wenn wir einen Straftatverdacht haben, müssen genau. wir diesem Straftatverdacht auch nachgehen, ne? Logischerweise. Ja? Nehmen Sie mal Ihre Tasche hoch, weil ich möchte mich nicht so ungern, möchte mich ungern vor Ihnen bücken. Aber machen Sie das mal bitte auf. Darf ich da mal reinschauen? Dankeschön. Guck dir das locker bleiben. Guck dir das an. War auch fleißig heute, kann das sein? Das hat sich aber gelohnt für heute, ne? So, sind vorläufig festgenommen. Ausweispapiere haben Sie hier in der Handtasche drin? Ihre eigenen, auch mit drin. Nicht nur die fremden? Das kannst du eben weitermachen. Was ist denn hier los? Haben ein kleines Problem. Was ist denn los, Jungs? So, Junge, vorher. Ist das Ihre Frau, oder? Ja, ja, klar. Ihre Frau ist vorläufig festgenommen wegen dem Strafverdacht des größeren Diebstahls. Was? Meine Frau? Ja. Das könnt ihr ja nicht sehen, wieso das dann? Sie wissen da nichts von? Nee, was ist denn, am Jungen? Was ist denn hier los? Ganz locker bleiben. Könnt ihr ja nicht sehen. Dürfte ich vielleicht ein bisschen mehr erfahren? Ja, erklären wir gleich. Ich würde auch gerne mal wieder was erfahren, aber ich kriege ja sowieso nichts gesagt. Was wollen Sie denn? Wir haben Ihnen doch gerade gesagt, wir kommen zu Ihnen. Gehen Sie jetzt bitte darüber, sonst sitzen Sie gleich im Streifenwagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ja, weil ich hier geschlafen bitte. Bitte. Ein Schritt nach dem anderen. Gehen Sie rüber, wir kommen gleich rüber. Jetzt klären wir erstmal hier was auf. Ich meine, was ist denn? Sie müssen doch mega vorne der 8 an und was haben wir denn am Young? Was ist denn los? So, ich zeige Ihnen mal was. Nur damit. Das ist ja die Tasche Ihrer Frau. Ja, klar, das ist ja die Tasche meiner Frau. Da sehen Sie, da haben wir das ja auch schon mal als Zeugenaussage. Ja. So, jetzt gucken Sie mal da rein. Wie viel Portemonnaies von den Handys und Portemonnaies? Ute, was ist das denn? Wir könnten da zuscheren. Mann, wie? Was hast du denn gemacht? Was soll das dann? Wir haben hier von ganz klein auf angefangen, ja, und diese... Hallo, nicht zappeln. Grillbude haben uns unsere Eltern zum Hochzeitstag geschenkt. Ja, und diese blöde, bekloppte Promoterbande macht alles kaputt. Aber jetzt bin ich ganz ruhig, deswegen musst du doch nicht das Kleuer anfangen, das haben wir doch nicht nötig. Was soll das dann? Willi, tut uns leid, aber anders geht nicht, ne? Die Promoter des Bio-Imbisses haben mit ihrer Werbung systematisch die Stammkunden des Hähnchenwagens vergrault. Das wollte die Betreiberin nicht zulassen und sich das Geld zurückholen. Sie wissen doch, wir müssen die jetzt erstmal mitnehmen. Osten, Süden, Westen, Willis Hühnchen sind die Besten und dafür bist du so. Jetzt, was soll das dann? Hält bitte Hühnchen nichts durch. Jetzt sehe ich überhaupt nicht ein. Hey, Jungs, guck mal, hier festgenommen werden. Wir jetzt hier nicht über den Platz mit der 8 abführen. Wie sieht das denn aus? Vor meinem Kunden, das reicht ja schon, dass diese. Bist du jetzt ruhig, verdammt? Wo Motorbande da steht. Ich bin so hässlich, noch mal da. Guck mal, so andere Richtung gucken. So, hallo. Ja, schon weg. Unterhalte Schnösschen. Das ist mir jetzt zu viel Hektik. Wir gehen jetzt einmal Richtung. Das ist zu viel Hektik. Pass auf, ich habe hier mindestens 600-700 Euro. Drin. Das ist also keine Kleinigkeit mehr. Da können wir nicht so regeln oder mal eben so. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Die wird erkennungsdienstlich behandelt. Wir müssen Fingerabdrücke nehmen und wir übergeben die direkt der Kripo zur Vernehmung. Dafür nehmen wir sie mit. Wir rufen dich nachher an und dann kannst du sie abhalen. Sag, wenn sie fertig ist, dann komm ich schon, das ganze Schlumm und Irrtum, Mann. Das kriegen wir hier regeln. Ja, aber wir sind ehrbare Lücken. Das ist jetzt erstmal eine Tatsache. Ach, ne? Da küsst du nicht drum rum. Ich weiß nicht, was mit der los. Wir warten jetzt hier, beziehungsweise versuchen erstmal die Teile, die wir aufgefunden haben, zu verteilen an die eigentlichen Besitzer. Das Problem ist, wahrscheinlich sind nicht alle sofort zuzuführen. Vielleicht sind auch Leute schon wieder weg gewesen. Machen eine kurze Ansprache gegebenenfalls an den Betreiber dieses Hähnchenstandes, damit er weiß, was seiner Frau passiert. Und dann sind wir raus. Der Arzt kümmert sich hier um den Geschädigten. Das heißt, wir schreiben hier zwei Anzeigen, einmal wegen Körperverletzung, einmal wegen des mehrfachen Diebstahls, gegebenenfalls gemeinschaftlich. Deswegen fährt die Dame mit uns mit und wir sind jetzt hier eigentlich raus.